1945 werden drei große Schiffe, vollgestopft mit deutschen Flüchtlingen, von russischen U-Booten torpediert in der Ostsee. Es ist eine der größten Schiffskatastrophen in der Geschichte der Menschheit. Es gibt nur noch wenige Überlebende und die meisten davon hüllen sich in Schweigen. Wir konnten einfach nicht drüber sprechen. Wir waren auf dem Schiff. Ich sage, meine Kinder haben es nicht gewusst. Mein Mann hat es nicht gewusst. Und ich habe nie darüber geredet. Ich bin mit dem Schiff untergegangen, aber ich bin gerettet. Okay, basta. Das war alles. Auf jedem einzelnen dieser untergegangenen Schiffe starben mehr Menschen als auf der Titanic. Warum diese gigantische Katastrophe in den Geschichtsbüchern so wenig Beachtung gefunden hat, ist ein Rätsel. Dies ist eine der größten Unterwasserexpeditionen, die je in der Ostsee unternommen wurde. Historiker, Sachverständige und Taucher wollen gemeinsam das Schicksal der drei Flüchtlingsschiffe rekonstruieren. Eine Tauchfahrt, die Professionalität, Nerven aus Stahl und einen objektiven Umgang mit der Wahrheit verlangt. Wie schmerzvoll diese auch immer sein mag. Das Forschungsschiff Franklin ist mit modernster Technik ausgerüstet. Taucher treffen Vorbereitungen für Filmaufnahmen in fast 100 Metern Tiefe. Ola Oskarsson ist zuständig für die Suchaktion. Er bringt 30 Jahre Berufserfahrung mit und ist damit genau der Richtige für die bevorstehende Aufgabe. Das sieht wie ein Bugspriet aus. Das Team hat viel Erfahrung. Über 100 Schiffswracks haben sie schon gefunden und untersucht, darunter sogar einige aus dem 17. Jahrhundert. Und sie haben dabei mitgeholfen, das Rätsel um ein verschwundenes schwedisches Spionageflugzeug zu lösen. Leiter der Expedition ist der Historiker Carl Douglas, ein erfahrener Forscher. Für ihn wurde über diese Tragödie des Zweiten Weltkriegs viel zu lange hinweggesehen. Als Historiker habe ich mich intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg befasst, besonders mit Details, die weniger bekannt sind. In der Weltöffentlichkeit weiß man darüber nichts, kaum jemand hat von diesen Geschichten gehört. Sie waren kleine Randgeschehen in einer viel gewaltigeren Katastrophe, dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeitungen nahmen damals kaum Notiz von diesen Ereignissen und so geriet die Tragödie der Flüchtlingsschiffe schnell in Vergessenheit. Im Herbst 1944 dringen sowjetische Soldaten erstmals bis nach Ostpreußen vor. Die Rote Armee marschiert mit unerbitterlichem Druck Richtung Berlin. Es setzt eine Massenflucht Millionen deutscher Zivilisten ein. Mitten in diesem Chaos dabei die Großmutter des Historikers Andreas Kossert. Da lag kein Plan fertig in der Schublade für eine Evakuierung Ostpreußens. Die Bevölkerung bemerkte, dass die lokalen Nazi-Größen die ersten waren, die sich davon machten, ohne die restliche Bevölkerung darüber zu informieren. Und das bereitete der Zivilbevölkerung große Probleme. Denn es gab keine Anweisung, wann und wohin man gehen sollte. Tausende Flüchtlinge sterben auf dem Marsch in Richtung Westen. Doch für einige gibt es Hoffnung, wenn sie in einem Hafen an Bord eines Schiffes gelangen, das sie wegbringt von der Ostfront. Eva Rothschild erinnert sich.
Man darf nicht vergessen, die Flüchtlinge, die kamen, wie gesagt, über 750 Kilometer zum Teil mit der ganzen Familie, mit Pferden, Wagen, zu Fuß. Als die überfüllten Schiffe in See stechen, nehmen sie den als sicher geltenden Seeweg entlang der polnischen Küste. Die Schifffahrtsroute 58, den sogenannten Zwangsweg 58. Diese Expedition folgt dem gleichen Seeweg. Nach einem Reisetag ist die Franklin am Ausgangspunkt der Wracksuche angelangt. Das erste Ziel von Carl Douglas ist, die General von Steuben zu orten. Ein deutsches Passagierschiff, das hier irgendwo untergegangen ist im Winter 1945. Viele Expeditionen haben bereits nach ihr gesucht, ohne Erfolg. Carl Douglas will versuchen, das Rätsel um das Flüchtlingsschiff zu lösen. Februar 1945. Die General von Steuben liegt im Hafen des damals noch ostpreußischen Pillau. Die Situation dort ist chaotisch. Jeder versucht, an Bord zu kommen. Die Besatzung verliert den Überblick. Die Passagierlisten sind nur noch Makulatur. Patienten werden auf Tragen an Bord und unter Deck gebracht. Nicht einmal der Kapitän weiß am Ende, wie viele Menschen an Bord sind, als das Schiff den Hafen verlässt. Seit damals ist die General von Steuben verschollen. Diese Expedition will herausfinden, was wirklich geschah. Unser Ziel ist nicht primär, als Erste zu Wracks zu tauchen, obwohl das natürlich bedeutet, dass sie noch unberührt sind. Unser Interesse ist, die Wracks so zu zeigen, wie sie aussehen, seit sie gesunken sind, in ihrem ursprünglichen Zustand, als wäre die Zeit eingefroren. Alle verfügbaren Informationen wurden gesammelt und detailliert ausgewertet. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, das Suchgebiet so eng wie möglich einzugrenzen. Dieser Bereich wird dann sorgfältig abgesucht mit Hilfe eines Fächerecholots und einem Seitensichtsonar. Als wir anfingen zu suchen, wussten wir, dass diese Schiffe normalerweise bestimmte Routen nehmen. Nennen wir es eine Autobahn im Ozean. Und im Allgemeinen folgten sie derselben Route. Diese Fakten alleine genügen aber nicht, um mit einer Suche zu beginnen. Denn diese Routen sind sehr breit. Und wenn Schiffe auf eine Gefahr treffen, weichen sie ihr im Zickzack aus. Und sie tun alles Mögliche. Nur zu wissen, welche Route sie genommen haben, besagt wenig. Was uns wirklich auf die richtige Spur brachte, waren Berichte von Fischern, deren Schleppnetze auf Grund hängen geblieben sind. Die Franklin sucht den Boden in geraden, überlappenden Streifen ab. Keinen Zentimeter lässt sie dabei aus. Alle Messdaten werden im Computer ausgewertet und mit einem GPS-System abgeglichen. Welche Nummer ist das? Brücke, hier ist das Kontrollzentrum. Ja? In 60 Metern sind wir auf dem richtigen Kurs. Plötzlich kommt ein riesiges Objekt ins Blickfeld. Das Seitensichtsonar zeigt ein Wrack, dessen Größe der Stäuben entspricht, aber irgendetwas stimmt nicht. Augenzeugenberichte besagen, dass das Schiff mit dem Bug voraus sank und dann mit aufgerichtetem Heck in zwei Teile zerbrach. Diese Bilder zeigen etwas völlig anderes. Das ganze 168 Meter lange Wrack ist eindeutig noch in einem Stück und es liegt auf der Seite. Wir hatten bei den Vorbereitungen gelesen, dass das Schiff in zwei Teilen sank und aufrecht auf Grund gestanden hatte. Es gab gleich mehrere solcher Berichte, also waren wir etwas überrascht. Wir warten, dass der Captain das Boot an die Position bringt, um die Boje für die Taucher ablassen zu können. Es sollte uns möglich sein, die Lage des Wracks mit einer Abweichung von etwa einem Meter zu markieren.
Ein Seitensichtbild ist kein schlüssiger Beweis. Um die Entdeckung der Stäuben zu bestätigen, müssen Taucher direkt am Wrack nach Details suchen, die die Identität des Schiffs bestätigen. Eine Schiffsglocke, ein Werftschild oder den Schriftzug eines Namens. Fertig machen zum Tauchen. Los, los, los. Die Taucher gelangen zu einem sehr großen Schiff, in 60 Metern Tiefe, erstaunlich gut erhalten, im kalten Wasser der Ostsee. Wenn dies die Stäuben ist, sind sie die ersten Menschen, die sie seit dem Tag sehen, als sie 1945 mit mehr als 4000 Passagieren unterging. Nur etwa 650 Menschen überlebten. Dies ist die erste von vielen schmerzhaften Erfahrungen für die Taucher dieser Expedition. Eine Expedition, die für immer ihre Sichtweise auf die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs verändern wird. Als die Taucher in einer Tiefe von 60 Metern das Wrack erreichen, sehen sie ein riesiges Loch von einem Torpedoeinschlag. Wir wussten, dass wir vermutlich die ersten Taucher sein würden. Wir sind alle zusammen im Team runtergetaucht. Als wir unten ankamen, waren wir genau vor der Brücke. Eine Art Titanic-Kulisse von einem Passagierschiff aus den 20ern. Was wir sahen, war das friedliche Bild eines daliegenden Passagierschiffs. Wir versuchten, irgendetwas zu finden, was beweisen konnte, dass dies tatsächlich die Stäuben ist. Und tatsächlich ist das gelungen. Wir fanden das Werftschild unterhalb der Brücke. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Die Taucher durchschwimmen ein bislang unberührtes Beweisstück der Geschichte. Dies war einmal der gemütliche Speisesaal des Passagierschiffes, vollgestopft mit Flüchtlingen. Nach dem Torpedotreffer sank das Schiff schnell. Die Stäuben kippte auf die Seite und alles rutschte seitlich nach unten. Viele Passagiere hatten keine Chance. Sie waren zu krank und hilflos in den Unterdecks gefangen. Wir betrachten Details. Das alles macht uns bewusst, dass wir in die Vergangenheit eintauchen. Wir blicken auf diese Wracks und erkennen dabei Elemente von Geschichte, die uns zusammengenommen dabei helfen, Geschichte besser zu begreifen. Mindestens 3600 Menschen sterben beim Untergang der Stäuben. Eine Katastrophe, von der in den Geschichtsbüchern nur eine Fußnote übrig geblieben ist. Für Carl Douglas Grund genug, diese tragische Geschichte erneut aufzugreifen. Eine Geschichte, die wenige Wochen vor der Versenkung der Stäuben beginnt. Die Wilhelm Gustloff war der Stolz der Nazis. Benannt nach dem Leiter der Schweizer Nazi-Auslandsorganisation, wurde sie als Kreuzfahrtschiff für linientreue Parteigenossen gebaut. Es gibt eine Bar, einen Speisesaal und Promenadendecks aus Teakholz zum Flanieren. Kurz, alles für einen Urlaub auf See. Doch während des Krieges wird sie für andere Verwendungszwecke umgebaut. Ich denke viel über die Gustloff, ja. Es ist so viel Schlimmes in dem Krieg passiert. Auch Menschen, die nicht beteiligt waren und nicht
ich will nicht in nähere Details gehen, aber sind so grausame Dinge passiert, dass... Eva Rothschild hatte zunächst Glück. Gegen Ende des Krieges bildet sich ein wachsender Flüchtlingsstrom aus den Ostgebieten des Deutschen Reichs. Die Menschen fürchten um ihr Leben. Auf ihrem Vormarsch nach Deutschland hinterließ die Rote Armee eine Spur von Vergewaltigungen und Brandschatzungen. Aber die Nazi-Führung hatte keinen langfristig vorbereiteten Plan, um ihre Landsleute zu evakuieren. Die meisten Ostpreußen verließen ihre Häuser erst im Januar 1945, als die Rote Armee praktisch schon auf ihren Türschwellen stand. Und für die meisten von ihnen war es da schon zu spät, um noch auf dem Landweg in den Westen zu entkommen. Die Schiffsroute 58 war der einzige Fluchtweg, der blieb. Allerdings war das Nazi-Regime von den gewaltigen Flüchtlingszahlen überrascht. 10 bis 14 Millionen verzweifelter Flüchtlinge eilen zu den letzten Schiffen. Die Wilhelm Gustloff ist das beeindruckendste von allen. Und die Menschen prügeln sich, um an Bord zu kommen. Als die Leute dann einfach reingelassen wurden in die Gustloff, waren sie natürlich alle glücklich. Es war warm und sie haben sich alle sicher gefühlt und haben gesagt, ah, jetzt sind wir gerettet. Am 30. Januar 1945 arbeitet Eva Rothschild als Krankenschwester auf der Gustloff. Sie liegt noch am Kai in Gotenhafen. Als man ablegen will, herrscht das totale Chaos. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen könntest. Es war ja eine große Tür. Die strömten dann nur rein, als es hieß, geht rein, geht rein. Dann ergoss sich da ein Strom von Menschen, nicht? Und unten standen noch über 60.000. Am späten Nachmittag entscheidet einer der drei Kapitäne, Wilhelm Zahn, dass kein Platz mehr ist auf der Wilhelm Gustloff. Es sei unmöglich, noch mehr Menschen an Bord zu nehmen. Die Gustloff nimmt Kurs Richtung Seeroute 58. Mehr als 10.000 Menschen sind an Bord, auf dem Weg in die vermeintliche Sicherheit. Doch die sowjetische Marine wartet auf sie, in der Hoffnung, sich für die Brutalität deutscher Besatzungstruppen in Russland rächen zu können. Michail Korobeinik ist Funker auf der S-13, einem sowjetischen U-Boot, das beim Drama auf der Route 58 eine Schlüsselrolle spielte. Wir starteten am 14. Januar, aber bis zum 30. Januar konnten wir kein feindliches Schiff ausmachen. Falls wir auf eines stoßen sollten, hatten wir Befehl, es anzugreifen. Also in Stellung zu gehen und es zu torpedieren. Doch das Passagierschiff machte ordentlich Tempo. Wir versuchten 4 Stunden lang in eine gute Schussposition zu kommen, aber das Schiff entkam. Da kam der Oberstabsarztrichter rein zu mir und sagte, Dörnchen, ich habe gute Nachrichten. Wir sind seit einer Dreiviertelstunde aus dem russischen U-Bootsbereich heraus. Dann kam die Schwester und sagte, Herr Oberstabsarzt, kommen Sie, das Köpfchen guckt. Und da kam das erste Torpedo. Wir hatten Ausgucker auf dem Turm. Sie sahen die Explosionen. Wir anderen unten im U-Boot konnten das Krachen hören. Einmal, zweimal, dreimal. Als die Gustloff unterging, da war ein Schrei von den Leuten im Boot und von den Leuten, die noch im Wasser waren. Und das war schrecklich. Den Schrei höre ich heute noch.
Die Expeditionsteilnehmer wollen den Untergang der Wilhelm Gustloff näher untersuchen, der mehr Menschenleben forderte als jede andere Schiffskatastrophe in der Menschheitsgeschichte. Wir können das Sonar ablassen. Noch immer ranken sich Gerüchte und Spekulationen um den Untergang der Wilhelm Gustloff. Das Wrack ist über 200 Meter lang, seine Position gut bekannt. Als die Expedition an der richtigen Stelle eintrifft, erscheint die Wilhelm Gustloff auf den Bildschirmen im Kontrollraum der Franklin. Es ist geplant, Taucher runterzuschicken, in 50 Meter Tiefe, um nach Anhaltspunkten zu suchen, was genau zum Untergang dieses riesigen Flüchtlingsschiffes führt. Als wir damit begonnen hatten, diese Wracks zu untersuchen, war ich erstaunt, dass über diese Geschichten nicht viel häufiger und ausführlicher berichtet worden war, dass sie nicht sehr viel öfter erzählt wurden. Ich denke, in unserer Wahrnehmung, unserer heutigen Wahrnehmung, war das alles eine unglaubliche Katastrophe. Etwa 9.300 Menschenleben werden mit der Gustloff ausgelöscht. Vor allem Frauen und Kinder. Mehr als sechsmal so viele Opfer wie auf der Titanic. Aber sind wirklich alle Hintergründe dieses Untergangs ans Licht der Öffentlichkeit gelangt? Nazis bezeichnete die Gustloff als ein harmloses Flüchtlingsschiff. Tatsächlich war sie auch als Lazarettschiff im Einsatz. Doch es stimmt ebenfalls, dass die Gustloff auch eine andere Rolle spielte in Adolf Hitlers verzweifelten Plan, den Krieg doch noch zu gewinnen. Manche behaupten, dass die Gustloff etwas Geheimes mit sich führte und erst ihr Untergang habe dem Dritten Reich tatsächlich den Todesstoß versetzt. Nachdem die Taucher zurück sind, folgt die Analyse der aufgezeichneten Daten. Grafische Darstellungen, Videoaufzeichnungen und Fotos werden so miteinander verknüpft, dass eine komplette virtuelle Landkarte des zerstörten Wracks entsteht. Die von der Gustloff gesammelten Informationen sind wichtige Puzzleteile bei der Rekonstruktion dieser Flüchtlingskatastrophe am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es besteht die Möglichkeit, dass der Untergang dieses Schiffes vor der polnischen Küste Teil eines groß angelegten Plans war. Die vorherrschende Meinung der Historiker ist, dass der Untergang der Gustloff keinen Einfluss auf das Kriegsgeschehen hatte. Das Nazi-Regime deklarierte die Schiffsbewegungen entlang der Route 58 als Rettungsaktion, genannt Unternehmen Hannibal. Tatsächlich aber ist es auch Teil einer geheimen Militärstrategie.
Die zivilen Flüchtlinge wurden zwar an Bord genommen, aber nur unter der Bedingung, dass Soldaten Vorrang hatten. Es handelte sich um Bedienungsmannschaften einer Geheimwaffe, mit der Hitler hoffte, den Krieg noch gewinnen zu können. Obwohl bereits Schiffe versenkt wurden, gibt Hitler den Befehl, die Transporte fortzusetzen, erklärt sie als kriegswichtig. Der Verlust von Menschenleben wird intern als unbedeutend eingeschätzt. Die Flüchtlinge wissen nicht, dass diese Schiffe auch militärische Ziele sind. Wusste die sowjetische Marine, dass die deutschen Schiffe einen Geheimauftrag hatten? War das der Grund für ihre Angriffe auf angeblich harmlose Flüchtlingsschiffe? Zu dieser Zeit ist die deutsche Marine in der Ostsee eigentlich am Ende. Aber sie hat sich immer noch nicht aufgegeben. Sie ist der letzte Hoffnungsschimmer der Nazi-Führung, den Krieg noch zu gewinnen. Bis zum bitteren Ende experimentiert die deutsche Kriegsmaschinerie mit Waffen, die den Krieg zu ihren Gunsten wenden sollen. Mindestens zwei dieser Superwaffen sind fast einsatzbereit. Die berühmteste und gefürchtetste ist die V-2-Rakete, deren Testgelände an der Ostseeküste lag. Die zweite ist ein Super-U-Boot, ein Durchbruch in der Unterseetechnologie und eine echte Bedrohung für die Alliierten. Der US-amerikanische Historiker David Greer geht davon aus, dass dies der Hauptgrund für Hitlers verzweifelte Befehle ist, die Ostseeküste um jeden Preis zu halten. Die Ostsee war von äußerster Wichtigkeit für Hitler und seine Strategie, insbesondere für seine Hoffnung, technisch überlegene U-Boote wie den Typ 21 zum Einsatz zu bringen. Um diese U-Boote einsatzfähig zu machen, musste er die Trainings- und Testgelände für U-Boote sichern. Das wiederum verlangte, dass deutsche Truppen bestimmte Stellungen an der Ostseeküste hielten, damit die Marine die Boote für den Einsatz im Atlantik vorbereiten konnte. Die Rettungsmaßnahmen an der Ostsee werden von Admiral Karl Dönitz geleitet. Sein alles überragendes Ziel ist nicht, Flüchtlinge zu retten, sondern Besatzungen zu den neuen U-Booten zu bringen, die nun fast einsatzbereit sind. Dönitz setzt alles daran, den Krieg zu gewinnen. Ich denke, deswegen sollte er Hitlers Nachfolger werden. Während andere Generäle oft schon aufgaben, ist es an Dönitz zu sagen, nein, ich kann den Krieg gewinnen, ich werde die U-Boote einsetzen. Die Alliierten hatten Erkenntnisse darüber, dass es sich um neue U-Boote handelte mit großer Zerstörungskraft. Aus diesem Grund bat Churchill Stalin darum, so schnell wie möglich Danzig einzunehmen, denn dort lag eine der drei Montagestätten. Sie hatten also erkannt, dass sie eine potenzielle Bedrohung waren. Erst vor kurzem entdeckte Dokumente belegen, dass die Wilhelm Gustloff über einen beträchtlichen Zeitraum für die Unterbringung und das Training von U-Boot-Besatzungen genutzt wurde. Mannschaften, die darauf vorbereitet wurden, das heimlich entwickelte Super-U-Boot zu bedienen. Die meiste Zeit während des Krieges war die Gustloff ein Ausbildungsstützpunkt der Marine, speziell für jüngere Marinesoldaten. Und für diese Aufgabe wurde sie bis zum Ende genutzt. Genau genommen, bis sie sank. Wie viel wissen die Sowjets? Für die meiste Zeit des Krieges ist die Ostsee Schauplatz brutaler Seeschlachten, die meist die Deutschen gewinnen. Die sowjetische Marine verliert für jedes Schiff, das sie versenken kann, ein U-Boot. Expeditionen konnten viele der gesunkenen sowjetischen U-Boote orten. Und auch während dieser Expedition erfassen die Instrumente der Franklin eines, das seit 1942 auf dem Grund der Ostsee liegt. Während des Krieges liegen die sowjetischen U-Boote für zwei ganze Jahre im Hafen, aufgrund einer effektiven deutschen Seeblockade. Doch in den späten 1944ern ist die Ostsee wieder offen für einen U-Boot-Kampf gegen ein geschwächtes deutsches Reich.
Damals konnten unsere U-Boote kaum noch militärische Ziele finden. Der Grund dafür war, dass die deutsche Marine schreckliche Verluste hinnehmen musste. Sie hatten kaum noch große Kriegsschiffe. Noch eines davon zu finden, war für unsere U-Boote reine Glückssache. Ihre Order lautete simpel: Versenke jedes feindliche Schiff. Mit den sowjetischen U-Booten in der frei gewordenen Ostsee beginnt eine wahllose Jagd auf deutsche Schiffe. Die Besatzungen haben die schreckliche Belagerung von Leningrad miterlebt. Jetzt sind sie auf Rache aus. Die gesamte russische Nation steht hinter ihnen und die Hauptquartiere warten begierig auf Meldungen von erfolgreichen Operationen auf See. Ich brauche mich nicht verstecken. Wir haben unsere Befehle befolgt, haben uns in Position gebracht und so lange Ausschau gehalten, bis wir die Schiffe sahen. Wenn wir eines versenkt hatten, gaben wir das direkt über Funk durch. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, wurde dieses oder jenes Schiff versenkt. Und als wir heimkamen, wussten alle schon über die Siege der S-13 Bescheid. Die Expedition hat jetzt zwei der Wracks untersucht, die bei der Seefahrtskatastrophe, die als die größte der Welt betrachtet wird, versenkt wurden. Als die Wilhelm Gustloff am 30. Januar 1945 untergeht, sterben mehr als 9000 Menschen. Knapp zwei Wochen später, am 10. Februar, reist die General von Steuben 3600 Passagiere mit auf den Grund der Ostsee. Die Tragödie setzt sich fort, als am 16. April ein drittes großes Flüchtlingsschiff, die Goja, von einem weiteren sowjetischen U-Boot torpediert wird. Die Torpedierung der Goja ist besonders tragisch, weil sie nur ein paar Wochen vor Kriegsende passierte. In einem Krieg, der ohnehin schon so viele sinnlose Opfer gefordert hatte, war das erst recht unnötig. Günter Hahn hat sich einen großen Teil seines Lebens mit dem Studium der letzten Tage des Dritten Reichs befasst. Er kann berichten, Minute für Minute, wie das Flüchtlingsschiff Goja von einem sowjetischen U-Boot versenkt wurde und wie sein Vater dabei einen frühen Tod fand. Günter Hahn war 12 Jahre alt, als die Goja den Hafen verlässt. Sein Vater, Kapitän Felix Hahn, ist einer der Offiziere an Bord. Seine Aufgabe war es, sich um die anströmenden Flüchtlinge zu kümmern. Nachher hat man die Sache aufgegeben, weil die Kontrolle verloren gegangen, weil die Leute auch über Tampen, Tauenden, die an Bord hingen, über Leitern und so weiter an Bord, über die Ankerketten sind die an Bord gestiegen, sodass man also nachher nicht mehr wusste, wie viele Leute man genau an Bord hatte. Man rechnet mit 6.500 in etwa. Die Goja ist ein robustes, schnelles Schiff, doch sie ist als Frachtschiff gebaut, nicht für Passagiere. Während des Unternehmen Hannibal versieht sie Pendeldienst entlang der polnischen Küste für Flüchtlinge und verwundete Soldaten. Am Abend des 16. April 1945 lichtet die Goja den Anker zu einer Reise, die ihre letzte werden sollte. Die Besatzung musste die Aufnahme von Menschen abschließen und Zehntausende an der Kaimauer zurücklassen. Die, die es an Bord geschafft haben, sind in Frachträume und Flure gezwängt. Das Schiff ist bis auf den letzten Platz vollgestopft. Das Schicksal der Gustloff und General von Steuben ist ihnen zwar bekannt, doch die Angst vor der Roten Armee ist größer. Das sowjetische U-Boot L-3 ist auf der Jagd nach einem geeigneten Ziel und patrouilliert auf dem Seeweg 58. Die Crew weiß genau, dass deutsche Konvois vor allem nachts unterwegs sind. Kurz vor Mitternacht entdeckt der Kommandant ein großes Schiff und bringt sein U-Boot in Position. 23.45 Uhr
erhält Goya praktisch die beiden Torpedotreffer. Die Torpedos treffen die Steuerbordseite mit verheerender Gewalt. Die gesamte Stromversorgung bricht zusammen und die Goya bekommt sofort Schräglage. Sie sinkt in nur 7 Minuten. Nach dem Krieg versucht Günter Hahn, eine Spur seines Vaters zu finden. Doch der war nicht unter den 184 Überlebenden. Ich denke, die Goya ist eines dieser Wracks, bei dem ich nie vergessen werde, was dort passiert ist. Bei den meisten anderen Schiffen, die ich untersucht habe, vergesse ich, was tatsächlich passiert ist. Aber die Goya lässt uns nie mehr los. Es gibt nur Tod da unten. It's just death. Down there. Die Goya sinkt so schnell, dass viele der Rettungsboote gar nicht mehr zu Wasser gelassen werden können. Die Menschen lassen ihre Habseligkeiten an Deck und springen in das eisige Meer. Es ist die endgültige Todesfalle. Drei Wochen nach der Versenkung der Goya kommt der Friede nach Europa. Während sich die Welt auf die Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit konzentriert, verblassen die Tragödien entlang der Schiffsroute 58. Die Expedition steht kurz davor zu verstehen, warum. Die Tauchexpedition auf dem Forschungsschiff Franklin hat erstmals die Spuren zu 3 konkreten Mahnmalen dieser unbeschreiblichen Katastrophe verfolgt und dokumentiert. Die Wracks der General von Steuben, der Wilhelm Gustloff und der Goya. Alle auf derselben Route in der südlichen Ostsee, die während des Krieges als Zwangsweg 58 bekannt war. Sie mögen die größten Wracks sein, doch in Wirklichkeit wurden noch viele weitere Flüchtlingsschiffe während des Unternehmens Hannibal versenkt. Über 100 kleinere Schiffe fanden ihr Grab auf dem Meeresgrund, nachdem sie von alliierten Flugzeugen gejagt und bombardiert worden waren. On land. Deutschland wurde zerstört, wie Sie wissen. Große Teile Londons wurden zerstört. Aber alles ist wieder aufgebaut. Die Spuren sind verwischt. Nicht so im Meer. Die Spuren sind noch immer da. Hier können wir alles immer noch wahrnehmen, den Zweiten Weltkrieg durchleben. Es war ein emotionales Erlebnis für alle Teilnehmer der Expedition. Als die Franklin Heimatkurs aufnimmt, fällt es noch schwerer zu akzeptieren, dass ein Ereignis, das in vielerlei Hinsicht gewaltiger war als der Untergang der Titanic, bis heute in der Welt nur wenig bekannt ist.
Doch warum sind die Stimmen der Opfer dieser Tragödie so leise auf der Bühne der Weltgeschichte? Die Antwort ist einfach. Es gibt zu viele Versionen darüber, was wirklich während der letzten Kriegstage passierte, und die Wahrheit ist metertief unter Wasser begraben, unter einem Schleier des Vergessens. Der U-Boot-Fahrer, der an der Versenkung von zwei dieser Schiffe beteiligt war, bereut nicht, seine Pflicht getan zu haben. Sein Kriegstagebuch schildert die Angst, die er damals hatte, und die Freude darüber, den Krieg überlebt zu haben. Wir liegen in der Pommerschen Bucht. Heute wurden wir wieder von Torpedos angegriffen. Sie haben 9 auf uns abgefeuert, aber alle daneben. Dank unseres Glücks und guter Wendigkeit. Der Feind ist klug, aber er wird schwächer. Er verteidigt sich verzweifelt, bevor er sich ergibt. Wir haben alle gelacht, uns die Hände geschüttelt und geküsst. Alexander Marinesko, Kommandant des U-Boots S-13, gilt heute noch in Russland als Held. Vor kurzem wurde ihm zu Ehren eine Statue errichtet in der Hafenstadt Kaliningrad, früher bekannt als Königsberg. Marinesko und alle anderen U-Boot-Kommandanten hatten den Befehl, die deutschen Versorgungsrouten abzuschneiden. Er wusste sehr genau, dass alle Schiffe dort als feindliche Schiffe betrachtet wurden und er den Befehl hatte, sie zu versenken. Einige Deutsche weisen die russische Version der Geschichte zurück. Der Historiker Andreas Kossert weiß besser als viele andere, dass das ein heikles Thema ist, denn seine eigene Familie waren Flüchtlinge. Sie liefen auf diesen vereisten Straßen zur Ostseeküste. Meine Großmutter wurde zusammen mit meiner Mutter und meiner Tante von Pillau nach Gotenhafen verschifft und von dort mit der Deutschland direkt nach Sassnitz und von Sassnitz nach Flensburg. Jetzt, nachdem wir die 3 Wracks, über die wir hier sprechen, betaucht haben, ist mein Hauptgefühl, dass das wahre Ausmaß der Katastrophe erst langsam bewusst wird. Sicher ist es eine menschliche Katastrophe, aber sie hätte verhindert werden können. Wenn die Nazi-Führung die ostpreußische Zivilbevölkerung viel früher evakuiert hätte, denn als die Russen Ostpreußen zum ersten Mal einnahmen, im Oktober 1944, wussten sie genau, was passieren würde. Und sie haben eigentlich absichtlich die deutschen Zivilisten einem Risiko ausgesetzt. Und das ist auch die menschliche Tragödie dahinter, dass die Nazis so unverantwortlich gehandelt haben. Die Überlebenden der Katastrophe haben ebenfalls unterschiedliche Auffassungen. Doch da sie nun ihre ganze Geschichte erzählt hat, kann sich immerhin eine von ihnen mit den Ereignissen arrangieren, die ihr ganzes Leben bestimmt haben, schon als junge Krankenschwester auf der Wilhelm Gustloff. Und es ging aufs Ende zu. Ich schreie und ich sage, oh, das Unrecht, was mir geschehen ist. Ich habe zwar nie gewählt, aber ich kenne Leute und ich kannte Leute. Und ich finde, dass im Krieg kannst du keine Rücksicht nehmen.